Grüß euch. Heute möchte ich wieder einmal ein bisschen was zum Thema Wolf sagen. Also speziell also für die Folgen von Wolf, was aber nicht durch Risse entstehen. Also viele Schafebauern, die sind nicht auf die Alma aufgegangen, was Runden mitgemacht haben, also mit den Parasiten und. Heuer ist eigentlich recht ein guter Almsommer gewesen. Früher geräumt worden. Aber halt jeden Tag bist du halt mit einer Angst aufgestanden. Ob schon die ganzen Viecher alle leben oder nicht. Weil das mit dem Wolf, ja, das hat keine Zukunft. Das ist es so, das weiß auch jeder. Und dass wir etwas da müssen, helfen müssen wir uns eh selber. Gestern, die Kalwinner, weil ich Kalwinner habe, muss ich übers Gebirge um mich, aus Westendorf. Oft habe ich alle nachgeschaut, jetzt liegt keiner unten. Ja. Bin euch gegangen, total zmatzt. Ja. Hat ihn, habe ich die Spur gefunden und oft habe ich gesehen, dass ein Ocher ist über drin. Hat er raufgejagt und oft hat es nachher geschmatzt. Ja, Sinn der Sache. Hier ist er gewesen oft. Aber Dankeschön. Muss. Durch die Wolfsproblematik auf den Almen haben Sie jetzt viele Schafbesitzer gesagt, wir lassen unsere Schafe zu Hause auf der Heimweide, weil es auf den Almen zu gefährlich ist. Das ist aber jetzt eine Situation, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Wir haben in Tirol vor allem Hobbybetriebe, Kleinstbetriebe, sehr kleine Betriebe mit kleinen Weideflächen. Und wenn diese Tiere dann zu Hause bleiben auf diesen Weideflächen, haben wir eine sehr hohe Besatzdichte. Das führt zu einem immensen Infektionsdruck, nicht nur was Krankheiten betrifft, sondern auch was Parasiten betrifft. Bei den Magen-Darm-Parasiten, bei dem kleinen Wiederkäuer, ist es so, dass diese Parasiten im Magen-Darm-Trakt parasitieren. Die Parasiteneier werden mit dem Kot ausgeschieden, gelangen auf die Weide. Auf der Weide entwickeln sich aus den Parasiteneiern dann infektiöse Larven, die dann wieder vom Schaf, vom Wirten aufgenommen werden und somit ist der Zyklus geschlossen. Durch die kleinen Weiden, durch die hohe Besatzdichte, haben wir dadurch einen immensen Infektionsdruck, was sich, glaube ich, jetzt jeder vorstellen kann. Sehr viele Parasiteneier werden ausgeschieden und die Schafe fressen ständig diese infektiösen Larven immer wieder. Das heißt, es entsteht eine Situation, wo man zu Hause die Schafe alle 3 bis 4 Wochen entwurmen müsste. Was wiederum zur Folge hat, dass es nicht nur finanziell aufwendig ist, sondern dass es zu einer massiven Resistenzproblematik der Parasiten gegenüber den Wurmmitteln kommt. Das ist ein Riesenproblem, was man nicht verhindern kann. Das Zweite ist, dass Schafe zu Hause mit dieser hohen Besatzdichte einen wesentlich größeren Stress haben. Sei es jetzt, dass ranghöhere Schafe oder stärkere Schafe, rangniedere Schafe oder schwächere Schafe, Mutterschafe mit Lämmern von guten Futterplätzen verjagen. Dadurch haben die eine permanente Stresssituation. Stress heißt, dass das Immunsystem geschwächt ist, dass das Schaf massiv beansprucht wird, alleine schon durch den Stress. Jetzt muss es aber dann nur fertig werden mit dem immensen Infektionsdruck durch die Parasiten oder auch Infektionsdruck vermehrt durch Moderhinke, durch Clostridien, Stichwort Breiniere, per akuter Todesverlauf durch eine akute Magen-Darm-Entzündung. Durch die höheren Temperaturen sind die Schafe ebenso mehr gestresst. Es sind Fliegen, Endoparasiten, die zusätzlich die Schafe belasten. All diese Faktoren fallen im Almgeschehen weg. Da haben wir aber leider den Wolf. Also ich habe eine kleine Zucht, ich habe 16 Tiere. Das ist das 6., was mir jetzt schon verendet ist. Das Thema Wolf, das ist natürlich für uns auch eine schwerwiegende Sache, weil der Herdenschutz, wie sich viele Leute das so einfach vorstellen, das ist einfach nicht möglich.
gerade in unserem Bereich, unsere Schafe gehen auf 2700 Meter hoch, am Hochhahn, nähe Sonnenblick. Da ist das einfach nicht möglich. Und wenn das einer behauptet, dass das möglich ist, dann sollten sich halt die Leute zur Verfügung stehen und sollten die Einzäunung machen. Für uns ist das nicht möglich. Aber was das dann weitere Auswirkungen hat, das werden wir dann auch noch einmal sehen. Also die Natur wird dann einmal sich rächen an dieser Sache. Ja, da, hinter mir, könnt ihr euch den Scheiß anschauen, dann kann ich Schafe nichts mehr auftrieben werden. Alles wächst zu, im Winter legt sie sich um und oft rutscht aber der Schnee auch schon. Und da können wir die Lein raus. Angeweidet wird, wenn die Stauden, wenn alles verloren hat, wird für die Tourengeher ein großes Problem werden. Und ja, allgemein, einfach lawinenmäßig und kulturmäßig, ich glaube, dass sich die Leute auch nicht mehr in die Natur trauen irgendwann. Wir reden da von der Biodiversität zum Beispiel auch. Jeder hat die Meinung, da oben, das mag wuchern, dann haben wir da, ja, Pfiffkas, genau, umvertraut ist. Das Wild ist nicht mehr um, weil das Wild frisst auch ein gutes Gras. Und wenn das davor nicht angeweidet wärst, dann fressen die auch nichts mehr. Und dann verwuchert das alles und dann verschwinden unsere Pflanzenarten und Zeug, was wir da oben alles haben, das fängt alles verschwinden an. Ich habe gesehen, dass wo die Viecher grasen, das ist alles sehr gräher. Und wo die Viecher nicht mehr grasen, das ist alles so ein Busch und Tier. Und eine Zigarettenstunde und dann brennt der ganze Berg. Es ist kein Problem, wenn man die Natur sich selber überlässt. Also das Gras, das wächst da. Nur dann ist eine Bewirtschaftung schwierig möglich. Also man muss dann wieder alles schwenden. Es wachsen dann sehr hohe Gräser. Was tun wir mit dem Wild? Das Wild, wenn wir die Zähne haben, die sparen wir aus von da oben. Die können wir nicht mehr zu den Wasserquellen dazu. Die können nicht mehr fressen. Jetzt gehen sie mit unseren Viechern. Sind die nebeneinander, sind sie bei den Großen. Was tun wir mit denen? Die sparen wir am Wald rein. Die müssen elendiglich zu Grund gehen, teilweise nachher, weil sie nichts mehr haben. Beutegreifer und die Almwirtschaft, die sind nicht kompatibel. Der große Beutegreifer hat keinen Platz in unserer dicht besiedelten und landwirtschaftlich und touristisch intensiv genutzten Kulturlandschaft. Derzeit findet eine legalisierte Tierquälerei der landwirtschaftlichen Nutztiere zum Vorteil einer Art, die nicht mehr vom Aussterben bedroht ist, statt. Die Weltnaturschutzorganisation IUCN, die die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten erstellt, hat den Wolf in Europa seit 2018 als nicht gefährdet eingestuft. Der vielgepriesene Herdenschutz hat völlig versagt. Die technische Durchführbarkeit ist nicht gegeben. Die Wirksamkeit und die Effektivität von 120 cm niedrigen Zäunen, sowohl Herdenschutzhunde, ist nicht gegeben. Nachtpferche halten von Schafen auf engstem Raum im Almgebiet, ist seuchenhygienisch äußerst bedenklich und dient nicht dem Tierschutz. Personal, Arbeitsaufwand und auch die psychische Belastung auf unseren Almen ist derzeit immens. Und eine ehrliche Offenlegung der Kosten-Nutzen-Rechnung wäre dringend notwendig. Der von NGOs und EU geforderte Herdenschutz sprengt, abgesehen von seiner Unwirksamkeit, jeglichen finanziellen Rahmen. Wolf und Schafe, eine Koexistenz auf der Alm, liebe Leute, das funktioniert nicht.
Es geht uns nicht, dass wir unsere Schafe reingehen auf die Alpen, auf die wir den ganzen Winter schauen, wo wir auf die Lämmer schauen, bei den Ablammungen, bei den Geburten dabei sein, bei der Aufzucht dabei sein, eine Herde mit 20 Stück auftreiben, nur dass sie dann oben dann vom Wolf oder vom Bär zerrissen werden, das kann es nicht sein. Wenn der Wolf oder der Bär ein Stückchen frisst, da sagt er dir noch nichts, weil jedes Viech muss leben, jedes Viech braucht sein Fressen. Aber wenn er halt 12, 13 schwer verletzt, Neine, die man nachschlachen müssen, zwei, die er hinmacht und von anderen frisst er vielleicht 4 Kilo Fleisch, das kann es nicht sein. Und eins muss ich da auch ganz klar mal sagen, wenn die Gesellschaft einen Wolf will, dann ist es nicht fair, dass der Bauer das Ganze ausbaden muss. Also auf Bauers Rücken, auf Bauers Kosten, das kann es nicht sein mit Wolf. Und das Zweite geht halt auch nicht, wenn ich allen wieder heiß her vom Herdenschutzhund, von Zäunen, von 24-Stunden-Behirtung. Also da sind wir bei mehr Problemen auf einmal. Teilweise bei uns auf der Alm, da haben wir so ein karstes Gelände, da kann man keinen Flug reinschlagen, da kann man keinen Zaun ausstellen, das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, gerade bei mir daheim in Sölden, haben wir einen sehr ausgeprägten Tourismus. Wir haben Gott sei Dank noch viele Gäste, die wandern gehen, die mit ihren Hunden wandern gehen, mit ihren Familien gehen. Und wenn die dann auf eine Herde mit Herdenschutzhund stoßen, wo der Herdenschutzhund anfängt ballen und die Leute von der Herde weghalten will, und der macht ja dann auch nur seinen Job, die Leute wieder Angst haben oder er gerade einen Gästehund frisst oder beißt, das hat alles keinen Sinn. Wir haben das einmal probiert vom Tiroler Schafzuchtverband aus vor 5-6 Jahren in Osttirol, ein Projekt mit Herdenschutzhunden. Was war das Ergebnis? 3-4 Wanderer sind bissen worden und das war alles. Also das kann es nicht sein und das funktioniert nicht. Vom Zäunen brauche ich gar nicht reden. Also die einzige Lösung, die wir wirklich sehen, ist eine saubere Zonierung, wo ich sage, wir müssen Zonen aufteilen, wo der Wolf, der Bär, der Goldschakal, der Luchs einen Platz haben, aber auch wo unsere Nutztiere das Recht auf Leben haben. Und in diesen Zonen ist es ganz einfach, in Zonen, die ausgewiesen sind für unsere Schafen, da wird jeder Wolf, der da reinkommt, rigoros geschossen. Alles andere funktioniert nicht. Und was schon gar nicht geht, ist die Viecher daheim lassen im Sommer. Wir haben gerade wie heuer in den Sommer 25, 30 Grad, die Schafe in der Wolle, die haben viel zu heiß, die werden krank, die haben einen Parasitenbefall. Das ist ja schon fast eine Tierquälerei. Also das kann es gar nicht sein. Und wie mir einer einmal unlängst erklärt hat, ja, Natur soll die Schafe im Sommer scheren, das geht überhaupt nicht. Das können wir schon denen im Juli die Schafe scheren und dann auch sie die jagen. Aber dann kriegen sie einen Sonnenbrand und dann geht der Wirbel von vorne los. Also all das hat keinen Sinn. Das Schaf gehört auf die Alm, das Schaf gehört wie bei uns in Söllnisch von 2.500 bis 3.000 Meter hinauf. Wir brauchen das für unsere Biodiversität, wir brauchen die Schafe auf der Alm aufgrund vom goldenen Huf, damit der Boden verfestigt wird. Wir brauchen den Schutz vor den Erosionen, wir brauchen die Pflege der Landschaft. Wer soll denn das alles tun, wenn nicht wir Bauern? Wie es wir seit Jahrhunderten eigentlich schon tun. Das Einzige, das schon, das kann ich gar nicht oft genug sagen, das muss sich die Gesellschaft fragen. Will ich den Wolf, dann muss ich auch damit leben. Dann muss ich aber auch mit den Auswirkungen leben. Mit verkarschten Almen, mit Gleitschnelllawinen, mit ungepflegten Landschaften, wo die Touristen immer die Gaudi haben, die sie heute haben. Und mit vor allem mit, auch mit den Nahrungsmitteln, immer was wir sagen, frisch vom Berg, alles bio, alles gesund. Auch diese Welt wird sich ein bisschen, das wird sich alles ein bisschen anders ausschauen, ein bisschen anders drehen. Wenn die Gesellschaft einen Wolf will, dann soll sie einen Wolf auch zahlen, aber nicht den Wolf wollen und der Bauer soll es ausbauen. So geht es nicht und dem bin ich ja nicht einverstanden. Und ja, Servus und Grüß Gott aus Sölden. Es ist traurig, wenn unsere Schafe nicht mehr auf dürfen an die Berge. Wer finanziert das eigentlich? Finanziert das Land zwar, aber letztendlich der Steuerzahler. Alles auch rausgeschmissenes Geld, weil es hilft ja nichts. Es hilft die Einzäunung nichts, weil wenn man sieht, die Wolf, die kommen da so leicht drüber oder drunter hin und man kann auch den Zaun gar nicht so befestigen, wo Steine und unwegsames Gelände ist. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe ein großes Bedenken, ich bin Obmann da von den Schwarzhosenzuchtverein in Westendorf und es gibt 4 Vereine von uns, ja insgesamt in Tirol 110 Vereine und ich weiß nicht, wie das mit den Züchtern weitergeht. Ich glaube, das Ganze wird sich mit der Zukunft so dezimieren, die Arbeit mit den Schafen, das wirst, ja, ich glaube,
das geht dann so schnell, wenn das Wolfsproblem besteht und solche Sachen verlangt werden, dass einfach die Züchter aufhören. Es ist furchtbar, es ist grausam. Neulich war ich bei einem Seminar vom Livestock Project. Also da beraten junge Leute, die Bauern, die Schafebauern, wie sie ihre Zäune bauen sollten. Also wir Schafebauern, wir bauen schon seit ewig die Zäune und ich glaube, wir brauchen da nicht belehrt werden. Die Herdenschutzzäune am Berg oben. Also wenn man dann stark widerspricht, dass das eigentlich alles für die Fische ist, und dann Herdenschutzhunde bei uns da. Also ich habe halt Filmverbot gekriegt, einen Verweis von Veranstaltung, wenn es dann heißt, welche Vorschläge das man hat und man sagt, schießen, ja, dann wird man total verwiesen. Also muss ich sagen, das Livestock-Projekt, für mich ist das eine Geldausgabe, also kostet einen Haufen, sind unheimlich viele Sponsoren, die da mitmachen. Und verstehe nicht, was die eigentlich da wollen, weil alles, was da gesagt wird, das ist nicht machbar. Ich glaube, dass nicht einer von denen mal oben gewesen ist auf dem Berg, bei den Fößen züchtig oder einen steilen Rauch einen Zaun machen. Also die dann auf dem Fußballfeld ins das vorführen, wie man einen Zaun macht. Also, und in die Schulen möchten sie die Kinder schon weiß machen, wie nützlich das der Wolf ist. Der Wolf, das ist ein Raubtier. Und kein Beutegreifer, Raubtier. Wir haben uns im Sommer groß Gedanken gemacht. Die Jugendlichen haben sich damit beschäftigt, was wir mit den Tieren machen, auch über die Sommerferien. Und wir haben uns entschieden, es zu einem Züchter auf die Alm zu geben. Da war so abgelegen, dass dort kein Wolf und kein Bär sei. Und da haben wir sie aufgegeben. Zwischenzeitlich ist auch dort der Bär. Aber ich glaube, die Entscheidung war sehr gut. Es ging ihnen sehr gut. Sie sind gut und gesund zurückgekommen. Verschont blieben auch von den Parasiten. Dadurch, dass wir es raufgegeben haben, haben wir keine Probleme mit Parasiten. Ja, die Weidezone Tirol und Save the Alps. Alle machen wunderbare Veranstaltungen, dass die Bauern wieder ihre Arbeit normal nachgehen können. Save the Alps hat übrigens eine großartige Protestaktion in Osttirol gemacht. Also die Redner, alles genau wie es ist. Ich hoffe, dass das auch was wirkt. Also schaut auf die Internetseite Save the Alps, dort findet ihr auch den Link von dieser Veranstaltung. Schaut euch zu. Ein Wolfsabschuss macht mehr Aufsehen, als wenn 100 Bauern aufhören. Wenn euch die Bilder gefallen haben, bitte teilt es, schickt es weiter. Schickt es auch denen, die was für einen Wolf sind, damit sie sehen, was die Bauern oder wir Hobby-Schafzüchtern vor allem Probleme haben. Vielleicht abonniert auch meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Film. Zum Schluss hätte ich noch ein PS. Also alle Schafebauern, die was die Schafe nicht aufgetrieben haben, denen, was ziemlich viele hier waren, sind durch den Parasit und weiteres unten auf den Höfen. Also wir kriegen ja da keine Förderung, kein gar nichts, also wir haben da einen Mordschaden. Und ich persönlich bedanke mich ganz besonders bei Hans Stöckel, Landmaschinen in Westendorf, weil für diese Reportagen habe ich auch nichts, ich mache die von mir aus. Ein Dankeschön den Hans, der was mich da ein bisschen unterstützt hat.